Der Bunnyhop hat mich fast in die Verzweiflung getrieben. Das bin ich vor 7 Jahren. Und das bin ich heute. Heute erfährst du, wie du viel schneller als ich es geschafft habe, so weit kommen kannst. Und wenn du dir dieses Video ganz anschaust, dann wirst du den Bunnyhop so verstehen, wie du ihn noch nie verstanden hast. Du wirst auch wissen, warum du keinen hohen Manual dafür brauchst und kein Hinterrad anheben können musst. Der Bunnyhop ist für mich ein sehr emotionales Thema. Er hat mich schon sehr oft in die Verzweiflung getrieben, sogar so stark, dass ich ernsthaft überlegt habe, mit dem Mountainbiken ganz aufzuhören. Und ich habe wegen meiner Unfähigkeit, den Bunnyhop zu lernen, bereits einige Male an meiner Eignung als Trainerin gezweifelt. Und vor allem habe ich, ehrlich gesagt, den größten Fehler gemacht, den man als Lernender machen kann. Dazu erfährst du aber mehr später. Denn ich möchte dir ersparen, das durchzumachen, was ich erlebt habe. Und genau deswegen machen wir dieses Video. In diesem Video ist, wie du siehst, auch Bernie dabei. Bernie ist mein Partner, sowohl privat als auch in unserem Coaching-Unternehmen. Er ist, genau wie ich, seit vielen Jahren hauptberuflich Trainer und auch internationaler Ausbilder für Fahrtechniktrainer. Die Kamera sieht übrigens von dieser Seite viel schöner aus. Bernie steht nämlich meistens hinter der Kamera. Er hat einen leistungssportlichen Hintergrund und ist Ingenieur, weshalb er zwei Dinge besonders gut kann. Er kann Bewegungen extrem gut spüren und er kann die physikalischen und biomechanischen Zusammenhänge auseinandernehmen. Außerdem ist er während seines Ingenieurstudiums auf Reverse Engineering aufmerksam geworden und durch dieses Reverse Engineering haben wir den Bunnyhop Code geknackt. Reverse Engineering, falls dir dieser Begriff nichts sagt, bedeutet, ein fertiges Produkt zu nehmen und von diesem die Entwicklungsschritte zurückzugehen. In unserem Fall haben wir die Bunnyhops verschiedenster Bike-Disziplinen, BMX, Mountainbike, Slopestyle etc. genommen und die Bewegungsfolgen, die mit jedem Bike gleich ablaufen, analysiert und herausgearbeitet. Dann haben wir diese Erkenntnisse mit den aktuell kursierenden Inhalten und Lehrmeinungen verglichen und haben ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Gemeinsamkeiten gefunden. Und das war für uns ein Zeichen, da mal genauer hinzuschauen. Deswegen haben wir den Bunnyhop von Null auf neu aufgebaut, um jedem Menschen das Erlernen eines Bunnyhops zu ermöglichen. Und es klappt. Siehe hier zum Beispiel Dieter, der mit über 60 Jahren innerhalb von wenigen Wochen mit seinem E-Bike und unserem Kurs den Bunnyhop gelernt hat. Und meine Entwicklung hast du ja bereits gesehen. Das Tolle ist jedoch, dass kein einziger unserer Schüler bisher auch nur annähernd so lange gebraucht hat wie ich. Warum ich so lange gebraucht habe und wie du das vermeiden kannst, erfährst du noch. Keine Sorge. Nochmal zurück zu unserer Analyse. Wir haben hunderte von Hops analysiert und gesehen, dass kein Biker, der wirklich hohe Bunnyhops macht, übers Vorderrad landet, sondern sie landen alle über beide Reifen gleichmäßig oder sogar leicht übers Hinterrad. In der englischsprachigen Mountainbike-Welt wird der Bunnyhop mit einer Landung über das Vorderrad sogar Bunnyflop genannt. Es gibt, wenn man also genau hinschaut, nämlich zwei unterschiedliche Bunnyhop-Techniken. Erstens die Bunnyhop-Technik mit Landung über das Vorderrad und zweitens die Bunnyhop-Technik mit Landung über beide Reifen. Bei dieser zweiten Technik kommt es bei sehr hohen Bunnyhops manchmal zu einer Landung über das Hinterrad. Wir haben uns diese zwei Bunnyhop-Techniken genau angeschaut und gemerkt, dass nur der Auftakt derselbe ist und dass die Techniken sich stark unterscheiden, sobald das Vorderrad ca. 25 cm den Boden verlassen hat. Warum ist das wichtig? Weil du, wenn du nur die erste Technik kennst und lernst, sehr stark in der Höhe und im Anwendungsbereich deiner Hops limitiert sein wirst. Es gibt bereits sehr viele Tutorials auf YouTube, die jedoch alle nur die erste Variante, also die erste Technik vom Bunnyhop behandeln. In diesem Video jedoch wollen wir dir die Technik für den, sagen wir mal, echten Bunnyhop entschlüsseln, also Technik 2, da du mit dieser Technik dann auch die Höhe deiner Bunnyhops steigern kannst. Im weiteren Verlauf dieses Videos erfährst du auch noch weitere Vorteile dieser Technik. So, und jetzt schauen wir uns mal die Technik ganz genau an. Was du nämlich auf keinen Fall brauchst und was viele Biker und sogar Trainer denken, ist einen hohen Manual zu können. Außerdem brauchst du die Hinterrad-Anhebebewegung auch nicht.
Hier die Bewegung im Detail. Der erste Teil ist ein Mini-Manual. Warum Mini-Manual? Weil es nur ein kleiner Manual ist. Damit du genau siehst, was ich meine, habe ich hier zum Vergleich mal einen Manual ins Bild geholt. Auf der linken Seite ist ein Manual und auf der rechten Seite der Auftakt vom Bunny Hop. Sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Wenn wir jetzt aber mal genauer hinschauen, dann wirst du erkennen, dass hier links beim Manual die Hüfte recht weit hinten ist und das Vorderrad hoch. Auf der rechten Seite siehst du, dass die Hüfte lange nicht so weit hinten ist, obwohl das Vorderrad genauso hoch ist. Woher kommt das? Und da sind wir wieder beim Reverse Engineering. Also gehen wir hier mal ein bisschen zurück. Du wirst sehen, dass Bernies Hüfte nicht mehr weiter nach hinten wandert, das Vorderrad aber dennoch weiterhin steigt. Wie kommt das? Das kommt, weil jetzt bereits der Auftakt des Bunny Hops, also der Manual, durch den nächsten Teilschritt unterbrochen wird. Der nächste Teilschritt ist nicht, wie die meisten behaupten, dass rein die Hüfte nach vorne oder nach oben oder sonst wohin gebracht wird, sondern dass die Arme etwas machen. Den wesentlichen Teil beim Bunny Hop verrichten nämlich die Arme und nicht die Beine. Was machen die Arme? Die Arme ziehen jetzt ganz kraftvoll den Lenker zum Körper, wodurch das Vorderrad weiter steigt und der Pop, also die Höhe eines echten Bunny Hops, entsteht. Kombiniert man diese Bewegung mit einem aktiven Absprung nach oben, hebt nun das Hinterrad ab. Und nun kommen nochmals die Arme ins Spiel. Der nächste Schritt ist nun das Anheben des Bikes über die Arme, das nach vorne Schieben des Lenkers und das Anwinkeln der Beine, wodurch das Bike in der Luft ausgerichtet wird und eine Landung über beide Reifen erfolgt. Und hier, das ist übrigens ein E-Mountainbike mit über 25 Kilo und die Höhe des Hops, das sind ungefähr 45 cm. Hier zum Vergleich mal ein Bunny Hop mit Landung über das Vorderrad. Der Auftakt ist sehr ähnlich, aber dadurch, dass jetzt die Hüfte nach vorne geht, kann das Vorderrad nicht mehr weiter steigen. Du wirst also mit dieser Technik nie wirklich hohe Hops schaffen und hast immer einen Frontdrall. Ergibt es bis hierhin Sinn? Wenn nicht, dann schau es dir einfach nochmal an. Das ist das Tolle an Videos. In unserem Bunny Hop Kurs, den du in dem Link in der Videobeschreibung oder im gepinnten Kommentar findest, bekommst du diese Bewegungen in noch viel kleinere Schritte und vor allem in ganz konkrete Bewegungsanleitungen eingeteilt, mit denen du dieses Wissen ganz einfach in echtes Können verwandeln kannst. Denn wir machen dies seit über 13 Jahren hauptberuflich und werden daher natürlich nie unser ganzes Wissen hier auf YouTube gratis hergeben können. Im Zuge unseres Online-Coachings und der persönlichen Begleitung bekommst du natürlich unser komplettes Wissen. Und vor allem bekommst du für dich ganz individuell zusammengestellte Übungen, denn vor allem der Bike-Typ, die Radgeometrie, Körpergröße und deine Hebellänge, also Arm- und Beinlänge, beeinflussen diese Technik maßgeblich. Es ist also wichtig, dass du jemanden an deiner Seite hast, der Lösungen für dich findet. Sonst geht es dir wie mir. Warum habe ich also so lange gebraucht, den Bunny Hop zu lernen? Weil ich am Anfang nur Technik 1 gelernt habe. Und außerdem hatte ich einen Trainer, der mir leider super stark limitierende Muster beigebracht hat. Je unbeschriebener ein Blatt ist, umso schneller sieht man auf diesem Blatt Zeichen. Und genauso ist es auch beim Lernen. Je weniger Erfahrung du hast, umso schneller formst du erste Bewegungsmuster. Diese Muster danach wieder zu überschreiben, das dauert viel, viel länger als am Anfang neue und richtige Muster zu formen. Wenn du also neu bist, ist es also umso wichtiger, dass du einen professionellen Trainer hast. Lance Armstrong hat mal gesagt, wenn ich mit einem Sport neu anfange, buche ich mir den teuersten und qualifiziertesten Trainer. Denn was du am Anfang falsch lernst, dauert Jahre, um es zu korrigieren. Und genau das habe ich damals falsch gemacht. Ich habe Tipps von einem Ex-Profi bekommen und jahrelang gefestigt. Doof ist halt nur, wenn diese Tipps einen in eine Sackgasse manövrieren, wie es eben bei mir der Fall war. Wenn du also Frust vermeiden willst, dann buch dir einen professionellen Trainer. Jemanden, der sich regelmäßig extern fortbildet, regelmäßig weiterentwickelt und vor allem der individuell Lösungen für dich findet. Denn jeder Körper ist anders und jeder braucht eine kleine, aber erfolgsentscheidende Anpassung der Technik. Und Bernie und ich, hey, wir finden die Technik, die für dich funktioniert. So, kleiner Exkurs. Was bedeutet ein professioneller Trainer? Das ist nicht jemand, der ewig Vorträge über solche Themen halten kann oder der alle Eventualitäten kennt, sondern es ist jemand, der dir klare, strukturierte Bewegungsanleitungen gibt und vor allem jemand, der dir langfristig zur Seite steht. Denn ein Bunny Hop lernt niemand an einem Tag.
Such dir also als Trainer im Idealfall jemanden, der wirklich oft trainiert, also nicht irgendwie 5 Kurse im Jahr gibt. Denn du kannst es ungefähr vergleichen mit einem Facharzt. Willst du von jemandem operiert werden, der das so 4 oder 5 Mal im Jahr macht, oder von einem Spezialisten, der täglich praktiziert? So, und jetzt kommen im Folgenden noch ein paar Bonusinfos für dich. Warum ist ein Bunnyhop mit einer gleichmäßigen Landung über beide Reifen oder einer Landung leicht über das Hinterrad besser als ein Bunnyhop, bei dem man über das Vorderrad landet? Ein Bunnyhop mit einer Landung über das Vorderrad ist auf keinen Fall falsch. Und es ist natürlich auch ein Bunnyhop. Aber du bist mit dieser Technik immer sehr limitiert. Wenn man einen Bunnyhop nur mit einer Landung über das Vorderrad ausführen kann, wird es sehr gefährlich, wenn man diesen Bunnyhop zum Beispiel nutzen will, um von einem Hindernis runterzuspringen, um auf Hindernisse draufzuspringen oder versucht, die Höhe des Hops zu steigern. Auch wenn du den Bunnyhop zum Beispiel für Sprünge nimmst, ist es super gefährlich, an einen Kicker zu gehen und dann noch aktiv einen zusätzlichen Frontdrall mit reinzubringen. Denn genau dieser Vorwärtsdrall wird dann ganz, ganz schnell zu einem über den Lenkerdrall. Und außerdem ist es mit der Technik unmöglich, fortgeschrittene Manöver wie zum Beispiel Bunnyhop to Manual zu lernen. Der Bunnyhop mit der Landung über das Vorderrad hat natürlich auch seine Berechtigung. Und hey, natürlich lernen wir den auch im Rahmen unserer Kurse. Er hat aber einfach seine Limitierungen. Wenn du aber nur über kleinere Hindernisse drüber hüpfen willst, dann ist er natürlich auch vollkommen ausreichend. Natürlich benutze ich ihn auch oft auf dem Trail. Es ist aber von Vorteil, wenn du beide Arten des Bunnyhops beherrschst, also aktiv beeinflussen kannst, mit welchem Reifen du landen willst. Warum lernt niemand einen Bunnyhop an einem Tag? Für diesen Move werden Muskelgruppen beansprucht, die wir in dieser Ansteuerung im Alltag quasi nie benötigen. Es geht bei diesem Skill nicht nur um die Technik, also um die richtigen Bewegungen, in der richtigen Reihenfolge, zum richtigen Zeitpunkt, sondern auch um Kraft und Koordination. Da wir diese Muskelgruppen jedoch im Alltag fast nie so benötigen, ist es essentiell, deinem Körper die nötige Zeit zu geben, diese Kraft und Koordination auch wirklich zu entwickeln. Du weißt wahrscheinlich, genauso gut wie ich, dass du, wenn du jetzt eine Woche lang jeden Tag ins Fitnessstudio gehst, bisschen pumpen, dass du keinen Mörderbizeps bekommen wirst. Du hast weder einen großen Masse- noch Kraftaufbau in einer Woche, richtig? Und genauso ist es beim Bunnyhop. Deswegen sei beim Bunnyhop einfach realistisch in deiner Zielsetzung. Du wirst den Bunnyhop nicht in ein paar Tagen lernen. Denn Koordination und Kraft entwickeln sich nicht in wenigen Tagen. Es ist neurologisch und anatomisch schlicht und einfach unmöglich. Und in unserem Online-Kurs haben wir genau deswegen ganz gezielte Kraft- und Koordinationsübungen und wir sind mehrere Monate an deiner Seite. Einfach damit du deinem Körper und Gehirn die Zeit gibst, wirklich auch etwas zu verändern. Unser Kurs funktioniert nämlich für jeden, egal ob Mann oder Frau, ob groß oder klein, dick oder dünn, Mountainbike oder Biobike oder wie immer du es nennen willst, du findest den Kurs hier. Hat dir das Video gefallen? Dann gib uns den Daumen oder 2 und abonniere unseren Kanal. Willst du mich öfter im Video sehen? Schreib's unten in die Kommentare rein.